Herzlich willkommen zum neuen Video der Firma BTM Turbo. Ja, wir haben mal wieder einen schönen 5-Zylinder hier vor der Kamera. Diesmal ein bisschen mit optischen Veränderungen. Hier das Fahrzeug ist tiefer gelegt. Wir haben andere Felgen drauf gemacht, ein Bodykit ist drauf, ein paar bisschen Parts dran, genau. Aber das Wichtigste ist natürlich, was hier drunter steckt. Und da gibt es Neuigkeiten und was Schönes zu berichten. Weil wir haben jetzt hier in dem Fahrzeug eine Upgrade-Turbolader-Variante ohne Motorverstärkung. Und das ist mal eine geile Nummer. Weil wir haben jetzt hier so lange entwickelt, dass wir das hinkriegen, ohne die Pleuel zu machen, trotzdem mit großem Turbolader zu fahren, das System zu entlasten und einfach dann ja, vom Drehmomentverlauf her so aufgebaut, dass es einfach funktioniert. Und dass man sich, sage ich mal, den Aufwand mit Motor komplett zu legen, sich teilweise sparen kann. Klar, ich bin trotzdem ein bisschen der Fan, nach wie vor, weil man einfach dann, sage ich mal, Reserven hat, nach oben noch mehr. Jetzt haben wir das Ganze ja ein bisschen gedrosselt mit dem Turbolader, dass wir nicht zu viel Leistung haben, gerade um die Bauteile zu schützen. Aber es fährt sich so brutal gut. Also ich hoffe, das kriegt man nachher irgendwie sauber auf die Straße. Ja, wie gesagt, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen auf die Bauteile ein, was wir hier verbaut haben. Da wird es auch ein schönes Technikvideo, hat es bestimmt schon bei uns, wo wir die Bauteile wirklich ausführlich komplett erklären. Hier wird es jetzt ein bisschen mehr ein Fahrvideo und die Bauteile am Fahrzeug zeige ich euch jetzt noch. Und da ist das hier natürlich der beste Moment für diese ganze Szene. Also, fangen wir mal an. Wir haben ja hier unser großes Inlet. Dann geht es weiter mit dem Konus auf unsere große 5 Zoll Ansaugung in Vollcarbon und dann auf unseren Luftfilter. Wir haben die große Brücke hier drin. Hier ist ein Ladeluftkühler drin. Dann haben wir unsere Abgasanlage komplett drin und natürlich am wichtigsten der Turbolader jetzt, wo uns auf die 580 so im Overboost maximal 600 PS drückt. Soll auch maximal so sein, also keine Sorge, das ist gewollt so mit der Leistung, dass nicht so viel wird. Ja. Aber wir haben Geräusche dazu gewonnen, das ist abnormal. Also was da jetzt passiert, ist schon eine ganz, ganz schöne Nummer. Und natürlich wie immer alles mit TÜV. Das ist natürlich eh die Voraussetzung. Ich vergesse es teilweise schon zu sagen, dass es mit TÜV ist, aber ja, das ist genau so, wie es hier steht. Komplett mit TÜV abgenommen. Ihr könnt sorgenfrei fahren. Das war unser Ziel. Ich hätte mal gesagt, Ziel erreicht. Man kann immer an jemanden geraten, dem wo vielleicht das gerade nicht so schmeckt. Aber da können wir dann in dem Fall nichts dafür. Wir haben jetzt geguckt, dass es hier alles zumindest safe ist. Und mehr können wir einfach nicht machen. Ja. Genau, was haben wir noch? Habe ich was vergessen? Lass mich überlegen. Ja, wir haben noch einen Dogbone drin, so nennt sich das. Das ist eine Kralle unten für die Pendelbewegungen. Jetzt sieht man das hier am Motor. Wir haben nicht viel Platz. Also das Rohr hier ist ja schon extrem von der Dimension her. Und da ist es einfach wichtig mit dem Dogbone, mit unserer zusätzlichen Kralle haben wir ja zwei Funktionen, wo es uns da abdeckt. Das heißt, erstens mal nehmen wir die Pendelbewegung ein bisschen aus dem Motor raus, dass wir hier auch nicht anstoßen. Weil das ist ein ganz ekliges Gefühl, wenn die Ansaugung am Bremskraftverstärker anschlägt. Weil das merkt man sofort in der Pedalerie unten drin. Und das ist nicht schön, das wollen wir nicht. Und der Catch-Can. Catch-Can ist hier auch drin, genau. Aber das sollte zusätzlich, braucht man das an den Fahrzeugen, gerade durch den mehr Drehmoment und dass das Öl einfach mehr arbeiten kann. Also man muss sich das ja so vorstellen, das Öl ist am Anfang kalt, dehnt sich aus, mit mehr Drehmoment ist auch mehr Kraft einfach da. Das Öl kann sich vielleicht noch mehr ausdehnen und hier haben wir einfach einen Puffer drin, dass das Öl quasi dann da hochwandert, sich dann da sammelt und wenn das Fahrzeug dann wieder kalt ist, läuft das Öl wieder zum Getriebe sauber zurück. Und da reicht uns einfach der originale kleine Behälter, wo hier im originalen Luftfilterkasten dranhängt, reicht uns da einfach nicht. Und deswegen gibt es hier die Upgrade-Variante von uns, wo wir da auch zwingend brauchen bei der Stufe. Ich hätte gesagt, genug zum Techniken. Technisch haben wir ja noch einen geilen Part, auf jeden Fall. Jetzt geht's auf die Strecke und habt Spaß, es wird auf jeden Fall mega gut.
Also es ist auf eine andere Nummer krank. Also ich hoffe, es kommt auch nur annähernd auf Videos so rüber. Ich hoffe, es kommt echt rüber. Ich habe ja zwar schon viele andere Videos gesagt, das ist jetzt brutal, das ist jetzt brutal, aber jedes Mal wird es echt jedes Mal krasser. Also wie jetzt der Lader über die Ansaugung zur Geltung kommt, das ist ja nicht mehr normal. Und auch vom Abgasklang her jetzt durch den großen Turbolader, boah, das ist so eine Wucht. Brutal, brutal. Also nochmal sorry für den Wackler, aber das ist halt die Leistung, wo hier anliegt. Da zieht das Ganze halt nach hinten hoch. Das ist natürlich schon für meinen Kameramann nicht so einfach. Wir brauchen da mal so ein Stativ rein, weißt du, dass die Beschleunigungskräfte gerade hält. Ja. Das wäre natürlich auch eine Variante. Das hier war übrigens gerade auch die beste Strecke. Barworks-Test mache ich da immer. Ja, also hier jetzt. Wir haben jetzt hier so knappe 600 PS anliegen, also fahren hier jetzt so die 580. Wir haben den relativ früh gemessen, also ich denke jetzt mal, wenn der sich von der Lernwerte nur nach oben ein bisschen zieht, haben wir hier auf jeden Fall die 600 anliegen und mehr wollen wir auf gar keinen Fall. Also es ist mit Absicht so, dass wir quasi auch die Bauteile, wo wir sonst brauchen würden, die können wir jetzt dann hier sparen. Das ist zumindest mal... Anfang gut, aber ich denke mal, mir persönlich, ich bin trotzdem mehr der Fan, doch lieber mit Pleuel. Hier ist jetzt einfach eine Variante, weil die Nachfrage einfach da war, ob wir nicht was machen können, um noch ein bisschen mehr Leistung haben zu können und vielleicht auch doch trotzdem einen großen Lader fahren, ohne gleich den Motor machen zu müssen. Wir haben das jetzt auch lang getestet mit Originalblock, Originalkolben, Originalpleuel. Funktioniert bis jetzt sehr gut. Ich sag mal, was da nachher in 150.000 Kilometer passiert, keine Ahnung. Die Autos sind jetzt alle komplett frisch. Ich kann nur sagen, was wir jetzt hier unter Extrembedingungen getestet haben, auf Rennstrecken, wo wir überall unterwegs waren, da kann ich nur sagen, dass so wie es jetzt aktuell funktioniert, funktioniert es top. Und das ist, sage ich mal, auch das Wichtigste, weil wir sind eh nur Freunde davon, ein funktionierendes System euch anzubieten. Also man merkt einfach gleich sofort, der große Lader, wie der einfach so, weißt du, so massiv oben raus, einfach kräftiger. Das ist irgendwie, man merkt, dass er Ticken später kommt. Minimal, ja. Minimal, aber dann ist wirklich Party. Wenn er da ist, ist er dann halt schon da. Also das ist halt geil. Ich glaube, wir machen den Verlauf hier jetzt ein bisschen softer, müssen auch mit der Zündung und allem ein bisschen aufpassen, um Bauteile zu schützen. Ganz wichtig. Aber so wie das jetzt hier ist. Was soll ich sagen? Ihr müsst euch das eigentlich fast mal in live dann anschauen, fahren, fühlen, erleben. Wir haben es jetzt aktuell schon bei vielen so gemacht, mal vorbeikommen, anhören, das Ganze vor Ort beraten, wenn man das sieht, mal fühlt, da ist es eh nochmal ganz anders, also wie was wir jetzt versuchen, euch jetzt schon rüber zu bekommen, also ich hoffe, das gelingt uns jetzt schon ganz gut, denke ich mal. Das kriegt man mit dem Original-Turbolader nicht hin, das muss ich auch sagen, dass das Abdampfen quasi oder halt wenn der Druck vom Turbolader ablässt, das Fududu, das was ja jeder so feiert, ich ja auch, also ich könnte es den ganzen Tag machen, morgens anfangen, Fududu, mache ich ja in dem Sinn, aber ich bin ja nicht nur auf Probefahrer, also bei mir kommt es ja nicht im 10-Minuten-Takt vor. Hier kurz aufpassen. Motorrad. Wo sind wir stehen geblieben? Jetzt habe ich es vergessen. Ah, vom Fududu, genau, jetzt bin ich wieder dabei. Der originale Turbolader, da haben wir es eigentlich ja schon wieder mit der Luftmasse. Die Luftmenge, wo wir jetzt hier ablassen, ist ja viel mehr.
mehr wie das, was der originale Turbolader überhaupt packt. Deswegen hört sich das hier einfach nur mit viel kranker und viel geiler an. Also das kriegt man mit dem original Turbolader so extrem nett hin. Vielleicht gibt es da irgendwas, keine Ahnung. Ich sag mal, jetzt in unserem Bereich kann ich nur sagen, mit dem großen Turbolader ist die Ansaugung abnormal. Also ich weiß nicht, was da so schnell hinkommt, zumindest mit TÜV. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, was wir hier in dem Fahrzeug haben. Und ich denke mal, da braucht man auch nicht mehr viel dazu sagen. Bin mal wieder sprachlos begeistert. Auf meinen Beifahrer auch. Auf jeden Fall. Ja. Ja, wie gesagt, das Video neigt sich jetzt dem Ende zu. Und bei Fragen meldet euch, liked diesen Kanal, abonniert uns, dass wir da ein bisschen mehr Reichweite bekommen, dass wir noch mehr 15-Zylinder-Fahrer begeistern können, was wir da alles Geiles für die 15-Zylinder haben. So, jetzt machen wir es aber wirklich in dem Sinne. Euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.